Hallo und herzlich willkommen zu Folge 382 von Xeres Rückkehr. Wir stehen vor der, ja, vorm Dieben-Gildengebäude. Diebes-Gildengebäude. Ah, gut, dass du das bist. Wir haben gerade etwas ausgearbeitet, bei dem du uns helfen kannst, nein musst. Ein fertiger Plan, wie ich höre. Was gibt es diesmal zu besorgen? Etwas Gold, paar Schinken? Nein, diesmal ist es etwas komplexer. Wir werden jedes Mitglied aus unserer Gemeinschaft brauchen, wenn es glücken soll. Das hört sich spannend an. Worum geht es? Es geht zuerst einmal darum, wertvolle Dokumente zu beschaffen, die noch wertvollere Informationen beinhalten könnten. Diese lagern irgendwo in den Untiefen der Bibliothek. Also ein Einbruch? Nein, es würde wohl Tage, wenn nicht Wochen dauern, unter den ganzen Schriften und Büchern das zu finden, wonach wir suchen. Und das Schloss, das zu knacken wäre, ist auch kein gängiges Türschloss. Hör mir also erst einmal zu. Also, es gibt einen Gelehrten in dieser Stadt, der jeden Tag zu Mittag die Bibliothek betritt. Er wird von einer Leibwache begleitet, die immer am Eingang stehen bleibt. Sobald der Bibliothekar den Alten erblickt, springt er auf und begibt sich durch eine verschlossene Falltüre in einen Raum unterhalb. Nach wenigen Minuten kommt er mit einem Stapel Dokumente heraus und bringt diese dem Gelehrten. Das sind sehr exklusive und spezielle Dokumente, da niemand sonst diese ausgehändigt bekommt. Und glaub mir, wir haben alle Register der Diplomatie gezogen. Jedenfalls schmökert der gelehrte Alte immer einige Stunden darin, ehe er sie dem Bibliothekar wieder zurückgibt und sie in dem Raum unterhalb verschwinden. Und wo wollen wir uns da einklinken? Beim Schneider. Das verstehe ich nicht. Weil du nicht die nötigen Informationen gesammelt hast. Denn wie wir in Erfahrung gebracht haben, arbeitet der Schneider gerade an einem Kleid für den Gelehrten. Die Robe sieht fast genauso aus, wie der exzentrische Fummel, in dem der Alte sonst herumläuft. Langsam verstehe ich. Jemand von uns besorgt sich das Kleid und gibt sich als der Alte aus. Naheliegende Schlüsse kannst du also ziehen. Aber genug der Schmeicheleien. Das wird deine und Ramirez' Aufgabe sein. Während er den Schneider ablenkt und spazierst, glaub mir, ich hätte keinen Erfolg, wirst du dir das Kleid unter den Nagel reißen. Mit diesem Bart hier, solltest du dem alten Schnösel dann doch ganz ähnlich sehen. Okay, dann kenne ich meine weitere Aufgabe. Wie schon zu vermuten war, begibst du dich in entsprechender Verkleidung in die Bibliothek. Attila sorgt währenddessen dafür, dass der Alte mit seinem Wachhund nicht in der Bibliothek aufkreuzt, indem er ihn in ein Gespräch verwickelt, oder was auch notwendig sein wird. Nun gut, wird der Bibliothekar aber nicht merken, dass er nicht den richtigen Gelehrten vor sich hat. Ein guter Punkt, wo Jasper zum Einsatz kommt. Der Bibliothekar ist nämlich eigentlich blind wie ein Maulwurf, kann ohne sein Monokel gerade mal das Buch vor seiner Nase erkennen. Sobald er sich die Augen reibt und das Monokel zur Seite legt, wird Jasper dafür sorgen, dass er es so schnell nicht wieder in die Finger bekommt. Das Einzige, was du tun musst, ist also nah genug an den Bibliothekar heranzugehen, damit er den exzentrischen Fummel und den langen Bart erkennt. So läuft nämlich sonst keiner rum, sogar in dieser Stadt nicht. Sagen brauchst und solltest du nichts, der Junge wird von selbst kuschen. Im Anschluss verlässt du mit den Papieren die Bibliothek. Wenn alles gut läuft, solltest du auch noch genug Zeit haben, das Kleid zurückzubringen, ehe der Schneider den Verlust bemerkt. Gut, und was ist deine Aufgabe dabei? Ich bin quasi der Joker, falls nicht alles so laufen sollte, wie geplant. Ich werde stets in der Nähe sein, die Umgebung beobachten und eingreifen, wenn es mir notwendig erscheint.
Okay, und wann gibt es das? Morgen früh gegen 10 wirst du dich hier mit Ramirez treffen und zum Schneider gehen. Wenn alles läuft, wie geplant, sollte es uns das ideale Zeitfenster für unseren Coup bieten. Alles klar. Wir zählen auf dich. Okay, wir haben fast 10. Können wir uns auch nochmal 10 Minuten hinlegen. So, ich glaube, das hier ist jetzt aber die letzte Quest von den Dieben. Ja, 5 glorreiche Halunken. Morgen früh um 10 Uhr hier Ramirez treffen. Mit ihm werde ich zum Schneider gehen und die Robe des Gelehrten stehlen, während Ramirez ihn ablenkt. Klingt mördermäßig kompliziert, aber das ist es, glaube ich, gar nicht, wenn wir einfach nur nach und nach alles hier abarbeiten. Ganz kurz nochmal einen zweiten Spielstand belegen, sicherheitshalber. So, vielleicht klappt es ja jetzt schon, vielleicht müssen wir gar nicht bis morgen pennen. Wir können einfach quasi bis 10 schlafen und es reicht. Oh, es ist genau 10 Sachen gibt's. 15 Minuten hingelegt. Ist es noch nicht 10 genug? Also die Sache ist, ich weiß ungefähr, was uns blüht, wenn wir das, wenn wir die Quest vom Waldläuferlager weitermachen. Warum ist das eine Kiste? Warum kann ich die Kiste einfach aufheben? Ach, das ist so eine Kiste mit so Kram drin, ne? Gut, scheiß drauf. Ich weiß ungefähr, was uns blüht, wenn wir die Waldläufer-Quests weitermachen. Deswegen werde ich jetzt einfach nochmal bis zum nächsten Morgen pennen. Sodass wir das noch vorschieben mit den Dieben. Pennen wir halt den ganzen Tag durch, ist ja egal. Xeres kann warten. Der hat ja genauso viel Zeit wie wir. Weil das hat jetzt erstmal Vorrang, damit wir hier nichts verkacken. Ah, da bist du ja. Dann kann es also losgehen. Folge mir. Ja, dann lauf doch halt. Ah, jetzt läuft er. Ich hab schon gedacht, ja. Der braucht ein bisschen, das ist ein alter Mann, ne? Der braucht ein wenig. So, da humpelt der Hubert wieder vorbei. Die Sache ist, ich weiß gar nicht hundertprozentig, wo die Bibliothek überhaupt ist. Ist das die große, wo die Richter drin sind da? Oder wo ist die Bibliothek? Also gut. Das, was jetzt kommt, dient allein der Mission. Sobald ich sein Interesse erregt habe, solltest du dir das Kleid schnappen können. Hi du. Was schlägst du darum? Ja, danke Ramirez. Große Hilfe bist du mir. Oh, sieh sich eine diese schönen Kleider an. Haben wir etwas hinter alles? Na warte. Ja, das ging jetzt irgendwie ein bisschen in die Hose. Die Sache ist, ich habe auch gelesen, dass der Ramirez einen manchmal trotzdem irgendwie dann angreift und als Dieb bezeichnet. Ich habe aber schon eine Idee, wie wir das Ganze umgehen können. Jetzt können wir direkt zweimal pennen, ne? Und nochmal, weil es so schön ist. Uns pennen so viel Freude macht. Erneut bis 10. Irgendwie unterbrechen die das Gespräch ja direkt und gaffen mich an. Aber wir haben ja nicht umsonst den Ring der Verschleierung. Ah, da bist du ja. Dann kann es also losgehen. Folge mir. Ja, bitte geh. Geh voraus. Der braucht immer ein bisschen, kann das sein? Jetzt läuft er los, naja. Also nicht alles sorgenfrei hier. Mit der Quest, deswegen nochmal der zweite Safe Game gemacht, sicherheitshalber. Ich will jetzt hier bei der Schneiderei nämlich
auch nochmal abspeichern, damit wir nicht die ganze Zeit dieses Gespräch wiederholen müssen, falls ja was schief gehen sollte. Also gut. Das, was jetzt kommt, dient allein der Mission. Sobald ich sein Interesse er... So, red du mit dem, mach was du für richtig hältst. Ich mach, was ich für richtig halte. Nein, falscher. Das Kompliment gebe ich gerne an euch zurück. Wirklich, herzallerliebst, was meine Augen hier alles... Keine Zeit zu verlieren. Zieh die Sachen an und dann weiter zur Bibliothek. Ja, gewiss. In vielerlei Hinsicht. So, hier ist auf jeden Fall der Bart. Ich meine jedoch zu erkennen, dass mir wieder in nichts nachsteht. Das ist der Gelehrte. Okay. Wo ist denn die Bibliothek? Soll ich jetzt Kassia hinterherlaufen oder was? Okay, also gut, die Bibliothek wird wahrscheinlich da hinten irgendwo sein, ne? Ja, wo rennst du jetzt rum? Wo die Bibliothek ist im Arm... was ist im Armenviertel? Das ist falsch gesagt. Im Wohnviertel eher. Aber ich denke mal, Kasse hinterher zu laufen ist richtig, also gehe ich von aus. Der Jasper ist auch irgendwo da hinten. Kommt langsam nach. Na, immerhin können wir eine Runde mit Kasse joggen. Finden wir wenigstens den Weg. Die Bibliothek ist irgendwo hier. Kann ja auch sein, ich meine, das, wo die Richter drin sitzen, ist ja auch das Gerichtsgebäude, also keine Bibliothek, ne? Aber dass die hier unten ist? Hier bei den ganz vielen kleinen Wohnhäusern, naja, mir soll es egal sein. Okay, die Quest wurde noch gar nicht aktualisiert. Los, rein mit dir. Die zischende Schlange verspeist das unschuldige Eichhörnchen. Ist das die Bibliothek? Gut, alles gelaufen wie geplant. Der Bücherwurm sollte dir nun hoffentlich alles aushändigen. Okay. Wo habe ich bloß das verdammte Ding gelassen? Ihr seid es. Oh, verzeiht vielmals, ich eile. Hier, bitte sehr. So, nichts wie raus mit dir. Ich werde währenddessen den Bibliothekar ablenken, um sicherzugehen, dass er es nicht bemerkt. Ich hörte, ihr sucht nach eurer Sehhilfe. Ich glaube, ich habe da hinten etwas glänzen sehen. Ja, watschel noch langsamer durch die Gegend. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. So, ganz normaler Gelehrter, ne, mit Drachenarmbrust. Drachenjägerarmbrust. Nein, du sollst mir nichts beibringen, geh weg. Und jetzt? Soll ich die jetzt lesen oder was? Die Informationen, die wir bekommen haben. Wertvolle Dokumente über Kurata. Ich hab sie. Hallo, Kassia. Okay. Gehen wir mal ganz kurz hier den Plan weiter. Und er sollte mir die Wertvolldokumente bringen. Währenddessen wird Attila dafür sorgen, dass sich der Besuch des richtigen Gelehrten in der Bibliothek verzögert. Sobald ich die Papiere habe, muss ich nur noch das Kleid beim Schneider zurücklegen, ehe ihm der Verlust auffällt. Gut, dann geben wir einfach mal Gas und geben die Kleider zurück. Ich kann auch schon mal hier... richtige Rüstung anlegen, ne, damit wir auch hier von sonst niemandem, wo renne ich überhaupt hin, ist die falsche Richtung, damit ich auch von sonst niemandem als Gelehrter hier wahrgenommen werde. Ne. Ich
Gehen wir davon aus, wenn wir die Sachen zurücklegen, dann am besten mit Verschleierungsring, sicherheitshalber. Ich höre wieder ein Mole Rat. Da läuft der Bäcker rum. Der kann sich glücklich schätzen, immerhin hat er noch einen Lehrling, der vom Metzger hatte irgendwie einen Schwächeanfall, ist umgefallen und starb. Aus mir unbekannten Gründen. So, wie gesagt, ich gehe jetzt auch nochmal sicher. Das ist immer der Falsche. So. Wer erzählt denn sowas? Das sind doch alles, das sind die Schriften schon. Hoch, hoch. Meine Meinung kennst du ja schon. Daran wird sich nie etwas ändern. Der hat keine. Das sind doch alles nur Gerüchte. Truhe, wo das sonst hätte rein sollen können. Möglich der Kram, nee. Deswegen lege ich es einfach wieder dahin. Liegt sie zwar auf dem Boden, aber das ist ja, denke ich mal, egal. Hoffe ich mal, dass es egal ist. Sollen wir jetzt mit Ramirez reden oder was? Oder wie oder was oder wo? Hey. Tut mir leid, ich bin gerade extrem beschäftigt. Soll ich den Schnitt bei der Hüfte ansetzen? Okay, also auf jeden Fall liegen die Kleider wieder da. Ich hoffe, das war richtig, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht richtig war. Sei gegrüßt, Vater der Gelehrsamkeit. Du hier? Solltest du nicht dafür sorgen, dass der Gelehrte hier nicht auftaucht? Nun, es gelang mir nicht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Da musste ich zu anderen Mitteln greifen. Du hast ihn doch nicht etwa... Nein, nein, nur einige gezielte Würfe mit faulen Obst, gefolgt von einer kurzen Verfolgungsjagd mit ihm und seiner Leibwache. Er dürfte jetzt in seiner besudelten Kleidung das Haus hüten. Faules Obst, das ist sonst nicht deine Art. Ein Dieb muss sich stets zu wandeln wissen, wobei mir dies in Erinnerung ruft, Ramirez aus seiner prekären Lage zu erlösen. Wenn wir es geschickt anstellen, sollte es uns sogar gelingen, das Kleid zurückzulegen, ehe der Diebstahl bemerkt wird. Ja. Komm. Man soll erst zurück zu Attila. Gut, wo hätte ich das denn wissen sollen? Ich hab's einfach zurückgelegt. Dann war beim Attila hinterher. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich es jetzt schon zurückgelegt habe. Das kann ja aber auch keiner erahnen. Kannst du einfach direkt hier hinlaufen, Attila. Dann muss er auf den Platz laufen. Ja, und jetzt? Ja, wieso guckst du mich so an? Was ist denn? Oh Junge, sag doch was, Attila, was ist dann? Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz hier. Ich hoffe, wir können es noch retten. Das Ganze doch ohne Verschleierungsring machen sollen. So darf ich den vornehmen Herren um seine Kleidung bitten. Okay, gut. Das hätten wir alles gar nicht machen müssen. Toll, haben wir jetzt einen schönen Winkel auf die ganze Situation, jetzt sehen wir gar nichts. So, jetzt nichts wie zurück ins Lager. Ach, das hätte gar nicht ich machen sollen. Ja, woher soll ich denn das wissen? Und jetzt watscheln sie wieder ganz langsam da raus aus der Bude. Hätte ich das gar nicht selbst zurücklegen müssen. Jetzt hätte ich mir auch fast denken können. Jo, was die mal für einen schönen Weg nehmen. Und jetzt knicken sie links rein, jawohl.
So, ich denke mal, das war die Quest dann. Hoffe ich mal, denke ich mal. Die werden wir dann in der nächsten Folge abschließen. Und dann den Wassermagier aufsuchen. Den Kollegen. Und dann wird es natürlich mit den Waldläufern weitergehen. Wobei ich glaube, ich werde jetzt noch warten, ob wir jetzt hier noch ein Gespräch am Ende haben oder nicht. Vielleicht geht es ja auch noch weiter. Ich habe zwar erst vermutet, dass das die letzte Quest bei den Dieben jetzt sein wird, weil das Anfangsgespräch irgendwie 5 Minuten gedauert hat, aber so kompliziert war es dann doch nicht. Ah, da bist du ja endlich. Das war vielleicht ein Tumult in der Bibliothek, als der Diebstahl der Unterlagen aufflog, sag ich dir. Der Statthalter hat gleich alle Wachen herbeigeholt und nach dem Gelehrten suchen lassen. Das kann noch was werden, obwohl es mich doch in meiner Diebesehre etwas kränken würde, falls er jetzt den ganzen Ruhm dafür einstreicht. Nun aber genug der Worte. Hast du die Unterlagen? Ja, hier. Lass sehen. Nein, das scheint unwichtig. Völlig belanglos. Und weiter geht's. Uninteressant. Es wird wohl einige Stunden dauern, in dem Haufen Dokumente etwas Brauchbares zu finden. Gut, ich glaube, wir haben da was. Hier, lies selbstständig. So, der Punkt ist, die Quest geht wohl noch weiter. Wir haben eine Notiz erhalten, die wir in der nächsten Folge dann lesen werden. Toll, bei den 500.000 Notizen, die wir insgesamt haben, sind es übrigens Level 66. Haben wir dann ein paar Lernpunkte. Die Notiz werden wir in der nächsten Folge lesen. Und die 5 glorreichen Halunken. Ja, die Quest werden wir fortführen und beenden, so gut es uns möglich sein wird. Also, wir werden sie ganz normal bearbeiten. Und danach, wie gesagt, werden wir zu den Waldläufern gehen, beziehungsweise zum Wassermagier, um die Waldläufer-Quests weitermachen zu können. Und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.